Ja, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Battlefield Bad Company 2. Wir sind gerade hier stehen geblieben bei der Mission Heart of Darkness. Und wir müssen hier einen Typ lokalisieren. Einen Typ namens Aguirre. Und den werden wir jetzt auch lokalisieren. Wow, 360. 360. Das Coole ist, ich habe jetzt eine neue Maus. Ich kann hier die die Einstellungen, also die Mausempfindlichkeit, kann ich hier gerade an der Maus einstellen. Zum Beispiel hier. Hier ist sie super empfindlich, aber ich habe sie immer auf Stufe 2 von 4. Das ist cool, ne? Okay. Impressive shooting, if you ask me. Nobody asked you. What now, Sergeant? We move. 5 meters spare. That way. Wow. Yep. Ja, der hat hier nicht gerade so. Hier ist alles tot. Gar nichts hier. Two bodies. That's it. We're wasting our time. Now wait, wait, wait. Jesus Christ, the guy is fucking dead. We're gonna get pinned down waiting for CSI New Jersey here to tell us what we already know. Aguirre is still alive. They would have taken these bodies otherwise. Yeah, it's a clue. Aguirre must have left it. Match is right there. Fits right to the grid. We gotta go upriver. All right. Call Flynn. Flynn's gone, Hags. This just gets better and better, don't it? We got company. We got company. Bad company. So, ja, dann machen wir die mal ganz schön alle. So, das muss jetzt. Stepp, 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 stepp. Wow. Der ist wie gerade vor die Kimme gelaufen. Sterb doch. Wow. Shit. Alter. Headshot. Alter. Ah! Lass mich doch in Frieden. So, das muss jetzt einfach sein, hier etwas hochjagen. So, Nein, PBL, was auch immer das ist. Ja. Oh, warte, ich wollte es gar nicht. So. Ach, scheiße. Wechsle ich doch immer. So, was ist denn Karl Gustav, bla bla bla. Oh, ein bisschen zu tief. Boah, fast, ey. Stress nicht, Alter.
Ja, aber den habe ich jetzt getroffen, da kannst du jetzt nicht sagen. Nein, noch nicht, noch nicht. Jetzt! Verdammt! Überrasch mich nicht. Sterben mag ich auch nicht. Wow, und ich bin gleich tot. Ja, komm! Jetzt brauche ich aber bald Ammo für dieses Teil. Moment, wo geht's hier hin? Oh, wunderbarer Schuss. So, was gibt's denn hier Schönes noch? Auf der Minimap sehe ich hier noch eine Karte. Eine Spaß 12. Eine Spaß 12. 12. Warum sage ich da das immer schon beim Commentary, wo ich mit der Spaß 12, ja, jetzt habe ich es auch geschafft, gezockt habe oder, ja, als ich es kommentiert habe, habe ich auch so Scheiß rausgelassen wie Spaß 12. Also ich meine, das kann es ja nicht sein. Oh, was haben wir da? Das ist dieses krasse MG mit 100 Milliarden Schuss pro Minute. Das ist geiler als das, als die Spaß 12. So, hier rein, los. Oh, auf einmal sind alle drin, ja. Ah, ich muss steuern. This weapon shit though. You think Braidwood's telling us everything? How the fuck should I know? I'm just a grunt, not some spec ops. Okay, well, see, I got a theory. Whoa, don't switch channels. This out of no, check it out. If the guys who just hit us are paramilitaries, they gotta be on someone's payroll. Who's? That's the question. Someone interested in Aguirre, I guess. No. Und es beginnt zu pissen, natürlich. Und ein Vogel. 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 Was, wo? Probably birds. Maybe. Just keep scanning. Wo? Ich habe gar nichts. Ja, okay. Die haben gerade etwas auf Spanisch gesagt. Sie haben gesagt, warten wir, bis wir uns nähern. Aha. 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 Ganz ruhig. So. Maybe one day we'll visit somewhere like this and not shoot the natives. Yeah. Sure. Also ich finde diese Knarre. Wow. Verreckt. Wow. Boah, aber die hat's ja gerade in sich. Muss ich sagen. Ja. Stirbt. Der hat gerade gar nichts mehr gesagt. Einfach mal Fresse halten. Oh. Oh. Ja, aber gerade viel Schaden macht die nicht. Ich meine, das sind ja Riesenpatronen hier, die sollten eigentlich um einiges mehr Schaden machen, aber ist mir jetzt eigentlich egal. Ich nehme mal die hier auf. Boah, die hat ein 200er Magazin. Nicht schlecht.
Aber was ist der Unterschied zwischen der und... Ja, ist egal. Oh. Ich liebe es. Ghost Rider. Das ist der Flynn da, der unser Helikopterflieger. Das ist ein cooler Typ. Moment, hier ist was. Ah nein, oben. Eine Etage höher. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Verarsch mich nicht. Ah, okay, das nur wenn dann... Ja, hier sieht man sie mit einem normalen Visier und hier mit einem Red Dot. Das ist auch logisch, aber ist egal. Aber die hat's in sich. Das ist ein One-Shot-Kill auf jede Distanz. Das ist cool. Any weapons we find from now on? We can equip whatever we have found from crates like this. Got it? Yeah, Sarge, thanks. I'm not unfamiliar with how crates work. Oh, das sind all die Waffen, die wir bereits gefunden haben. Boah, was ist das? Das ist die Saiga, glaube ich, heißt die. Heißt die so, Saiga? Usas, und das ist die Saiga. Ah, nein. Usas, aber es gibt noch eine, die Saiga heißt. Aber ich will jetzt hier das hier. Mit deinem Red Dot. Ja, was gibt's noch? Eine Scar L? Ah, aber die habe ich alle schon gefunden. Ja, weil ich das Spiel schon mal bis zur Hälfte durchgespielt habe. Kann sein, kann sein. Dann sind wir mal ganz lustig und nehmen hier ein 50 Kaliber mit. Hahaha. Das macht... Das 50 Kaliber ist vielleicht nicht gerade das effektivste, weil es lange benötigt, um nachzuladen. Aber es macht Spaß. Oh, hat einfach vergessen nachzudingseln, das Spiel. Wer will Probleme? We need to keep moving if we want to find a wife. So. Boah, ich liebe die Barrett. Barrett M9550K. Was will denn der jetzt wieder? Oh. Ja, ah, und das ist auch lustig. Der zielt für uns. Wir sagen ihm, oh, wo wir die Knarre oder die das Bums Dings die Granate hinwollen. Er schießt für uns. Das ist sehr nett. Och nee. Ja, oh. Machen wir jetzt wieder erst die Gegend mal ein bisschen so platt. So. Oh, Barrett 50 Cal. Ich liebe diese Gun. Headshot. Das war jetzt so ein Panik-Dingens. Oh, verfehlt. Ja, in Wirklichkeit würdet ihr so ein 50 Kaliber den Arm abreißen. Aber das ist ja in Modern Warfare 2 ja gerade nicht so. Auf was schießt ihr denn alle? Alter. Ah, jetzt habe ich ihn auch gesehen. So. Ja, auf die Nähe ist nicht gerade sehr effektiv mit dem... Nehme ich mal an mit der Barrett.
Kann gut sein, ne? Oh, C4 brauche ich, will ich. Brauche ich nicht unbedingt, aber will ich. Macht Spaß. Oh. Moment. Mal was aus... Oh. Was ausprobieren hier. Ah. Nein. Aber wäre lustig gewesen, wenn sich diese Baumstämme hier, wenn sie so runtergefallen wären. Aber hier ist ja einer runtergefallen. Moment, das will ich jetzt ausprobieren. Ja, ich übertreibe nicht. Also doch? Nein. Leider nicht. Es wäre realistisch. Wow. Ah, oh, das macht so Spaß. No Scope. Ah, das Kollege. Jetzt hätte ich fast auf den geschossen. Ja, aber den habe ich jetzt getroffen. Alter. So, und jetzt. Ah, oh. Wieder verfehlt. Alter. Alter, bist du dumm, ey. Sweetwater. Das ist jetzt eine Aufgabe für das 50-Kaliber. Wer scheißt hier noch um? Wow. Ich geb dir gerne was, an das du dich erinnern wirst. Für absehbare Zeit. Für immer. So, wer scheißt hier noch um? Wer scheißt hier noch um? So. War's auch mit dem? Er ist auch Geschichte. Ja, aber wo denn? Okay. So, wir machen hier mal ein Ego. Scheißen schön auf die anderen. Auf die anderen. Juhu. Sweep and clear the militia logging camp. Also wir müssen hier das Milizcamp hier kaputt machen. Aber das ist noch die Lady 50 Cal nachladen hier. Und dann gibt's Saures. Ha, was mit dir? Oh. Ja, das war jetzt ein wenig nicht gut. Aber für das habe ich ja immer noch mein LMG dabei. So, lade nach. Ah, verfehlt, ne? Ja, schon wieder verfehlt, ey, Alter. Stress nicht. Das ist so ein kleines Ding, so ein Riesen. So ein kleiner Gasbehälter wie der hier. So eine riesen Explosion verursachen kann. Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Habe ich getroffen? Ich denke schon, weil jetzt ist es nicht mehr da. Boah, Quickscope. Also so ein Panik-Quickscope. Oder? Bist du tot? Nein, warum nicht? Stepp. Pfiou.
Lass mich hier nachladen zuerst. Wow, was ist das hier? Nein. Ja, no scopes. Sind nie eine gute Idee. Aua. Ja, das ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ist ja auch egal. Aber pssst. Nein, wieder von hier. Okay. Jetzt gehen wir mal nicht auf den coolen Weg, sondern auf den normalen Weg. So, zuerst ein paar Sniping Action hier. Oh, nicht verfehlen natürlich. Ich bin fast tot, ey. So die Scheiße. Ja, die tuben mich ja auch hier voll, ey. Alter. Ja, es war jetzt ein bisschen, ja, ne? So ein bisschen, naja. Naja. Auf ein neues. Ha. So. So kann man es auch machen, ne? Alter, erschreckt mich noch einmal so und du bist tot. Ah, bist ja schon tot. So, auch ein Riesenloch hier reingemacht. So, ey, von wo? Ja. So, alles sicher. So, alle weg hier, alle tot. Ja, Mann. Wow. Nein. Lass mich lebendig, will nicht sterben. Oh, fix dich. Ja, aber das war jetzt auch klar, ne? Wieso? Ich war schon lange hinter Deckung. Cool. Peinlich. Ist ja auch egal. Für euch ist es ja lustig. Denke ich mal. Sterben hier die ganze Zeit. Pff. Schweine. Ja, und ein ganzer Gegnerpulk dort nicht treffen. Diese scheiß Wichser. Also, wer scheißt hier noch rum? Ha! Oh, das tut gut. Mal etwas so hoch zu jagen. Oder mehrere Sachen. Nein. Denied. You are dead, bitch. So. Ja, ich werde schon wieder von allen Seiten angemacht. Langsam wird's nervig. Sind sie tot? Was ist das?
Ah, mit der kann ich hier richtig genau schießen. Das ist eine andere Munition. Weißt du was? Das 50 Kaliber brauche ich nicht mehr. Dann lassen wir das mal da. Bringt mich nur auf blöde Gedanken. So, gehen wir. Ah, eine neue Mission ist das. Ja, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Obwohl, wenn jetzt hier noch eine Cutscene kommt, habe ich geschissen. Aber wisst ihr was? Ich verabschiede mich nachher. Außer jetzt kommt keine Cutscene, dann... Nein, kommt keine Cutscene, also dann verabschiede ich mich für dieses Mal bei der Mission Upriver. Wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Episode. Bis dann, haut rein. Peace.